Hallo Menschen, heute möchte ich Sehr blaue Augen von Toni Morrison rezensieren. Es ist mein zweiter Roman dieser Autorin und ihr Debüt wurde 1960 rumgeschrieben, spielt allerdings 1941. Was ich vorher von diesem Roman wusste und was auch so auf dem Klappentext ein bisschen steht, ist, dass es sich um ein kleines Mädchen handelt, was einen gewissen Hass auf diese hübschen, kleinen, weißen, blauäugigen Babypuppen entwickelt, weil sie auch einfach in ihrer Umgebung nichts Entsprechendes findet. Alle haben eher dunkle Haut, haben braune Augen, ganz andere Haare. Und gleichzeitig entsteht daraus aber auch eine gewisse Bewunderung für solche Mädchen, die so aussehen, und ein gewisser Selbsthass. Sie merkt halt, dass weiße Mädchen ganz, ganz anders behandelt werden und wünscht sich letzten Endes selber, blaue Augen haben zu können. Und dazu möchte ich ein Zitat geben. Hier steht dann: "Ich zerstöre weiße Babypuppen." Aber das Zerstückeln von Puppen war nicht das eigentlich Grausige. Das wahrhaft Entsetzliche war die Übertragung dieses Impulses auf kleine weiße Mädchen. Die Gleichgültigkeit, mit der ich sie hätte zerhacken können, wurde nur durch meinen Wunsch, es zu tun, erschüttert. Herausfinden, was mir entging. Das Geheimnis des Zaubers, den sie auf andere ausübten. Was bewog die Leute, sie anzusehen und "Ah" zu sagen, aber nicht zu mir? Wie die schwarzen Frauen die Augen vertreten, wenn sie sich ihnen auf der Straße näherten. Mit welcher besitzergreifenden Sanftmut sie sie berührten, wenn sie mit ihnen umgingen. Und diese Distanz wird halt immer wieder wiedergegeben in diesem Buch. Was ich nicht wusste, ist, dass es eigentlich nicht nur um dieses eine kleine Mädchen geht und dass es eigentlich auch nicht nur ein Mädchen ist, was ich jetzt beschrieben habe, sondern mehrere Kinder. Also die eine zerstückelt die Babypuppen, die andere wünscht sich die blauen Augen. Es sind eigentlich verschiedene Personen. Und es wird uns auch viel aus der Vergangenheit der Erwachsenen erzählt, sodass wir die sehr gut nachvollziehen können, oder aus ihrem Alltag. Auch da gibt es einen Aspekt, da wird über schwarze Frauen geredet, die eine gewisse Bildung erlangten. Und dann steht hier: "Dann waren sie herangewachsen. Durch die Hintertür hatten sie sich ins Leben gedrängt, wie es ihnen zukam. Alle Welt war befugt, ihnen Befehle zu erteilen. Die weißen Frauen sagten, tu dies. Die weißen Kinder sagten, gib mir das. Die weißen Männer sagten, komm her. Die schwarzen Männer sagten, leg dich hin. Die einzigen, von denen sie keine Befehle entgegenzunehmen brauchten, waren schwarze Kinder und ihresgleichen. Aber sie nahmen das alles und schufen es neu nach ihrer Vorstellung. Sie führten weißen Leuten den Haushalt und wussten es. Wenn weiße Männer ihre Männer schlugen, wischten sie das Blut auf und gingen nach Hause, um sich von den Opfern beschimpfen zu lassen. Mit der einen Hand schlugen sie ihre Kinder und mit der anderen stahlen sie für sie." Ganz, ganz toller Absatz meiner Meinung nach. Und das hat auch zur Folge, dass man gewisse moralisch fragwürdige Personen in diesem Buch ja vielleicht nicht verstehen kann, aber doch irgendwie so nachvollziehen kann, wie es dazu kommt. Man bekommt eben einen Hintergrund für ihre Taten und ihre Vergangenheit und dergleichen. Ein riesengroßes Thema des Buches, was ich ja schon angedeutet habe, ist der Hass auf Dinge, für die man nichts kann. Außer diese Sache mit den blauen Augen gibt es da noch eine ganz, ganz eindrückliche Szene. Da haben zwei schwarze Jugendliche eigentlich, also einvernehmlich, Sex in der Natur. Und es kommen zwei weiße Jäger dazu. Und der erste Impuls der beiden ist natürlich so, oh, wir hören auf und versuchen sich anzuziehen. Und dann stehen da die zwei Weißen und sagen aber sowas wie, nee, mach weiter. Und zwingen die beiden halt vor ihren Augen Sex zu haben. Und nach dieser Episode entwickelt der Junge nicht etwa Hass auf die Weißen, sondern auf das Mädchen. Er hasst sie dafür, dass sie daran beteiligt war, dass sie ihn quasi in dieser Situation gesehen hat. Und das ist so schlimm und gut beschrieben. Und man kann es insofern auch verstehen, weil würde er die weißen Jäger hassen, würde ihn dieser Hass wahrscheinlich auffressen. Er kann ja nichts tun. Was soll er denn gegen diese Menschen machen? Und das Einzige, oder die Einzige, die schwächer ist als er, ist halt dieses Mädchen. Und an ihr kann er halt seinen Hass auslassen. Und so entsteht halt ein riesiger Kreislauf an Gewalt und ja, Hass, Brutalität, und das war wirklich gut, wirklich schlimm wiedergegeben. Es gibt auch die gegenteilige Entwicklung, nämlich so komplettes Ignorieren, das ist auch schön. Da betritt einmal ein kleines Mädchen einen Süßigkeitenladen oder allgemein so ein kleines Tante-Emma-Ding und schaut zu dem Kassierer hoch, der ist so ein mittelalter weiser Mann. Sie blickte zu ihm auf und sieht Leere, wo Neugier wohnen sollte. Und noch etwas: das totale Fehlen der Anerkennung des anderen. Die eisige Isoliertheit. Sie weiß nicht, was seinen Blick so in der Schwebe hält. Vielleicht, dass er erwachsen ist oder ein Mann und sie ein kleines Mädchen. Aber sie hat in männlichen Augen Interesse, Ekel, sogar Wut gesehen. Und doch ist diese Leere ihr nicht neu. Sie hat eine Schärfe, irgendwo ganz unten lauert der Ekel. Sie hat ihn in den Augen aller Weißen lauern sehen. Also, der Ekel muss ihr gelten, ihrer Schwärze. Alles in ihr ist im Fluss und voller Vorfreude, aber ihre Schwärze bleibt und ist furchtbar. Und die Schwärze ist das Entscheidende. Sie schafft die leere weiße Augen, in denen der Ekel lauert. Oh,
Also es war ein schlimmes, aber dadurch wirklich auch gutes und erschütterndes Buch. Was ich sehr interessant fand, ist, dass die Geschichte eigentlich aus der Sicht zweier Geschwister, zweier Mädchen erzählt wird, also eigentlich natürlich aus der Sicht einer. Und das ist, wie sich dann so herauskristallisiert, es eigentlich nicht um die beiden geht, sondern um ein anderes Mädchen, nämlich Pecola oder Piccola, aber ich habe irgendwie immer so Pecola gesagt. Und das fand ich sehr, sehr gut gewählt, denn diese drei Mädchen ähneln sich sehr stark, ohne das gleiche Leben zu führen. Und es zeigt, wie halt nur so ein Aspekt, eine Sache in der Familie vielleicht dazu führen kann, dass das ganze Leben eines Menschen sich verändert. Und es gibt am Ende auch diesen großartigen Moment, in dem etwas mit Pecola passierte und danach hören Sie zu, wie die Erwachsenen darüber reden. Unser Erstaunen war von kurzer Dauer, denn es wich einer merkwürdigen Art abwehrender Scham. Wir genierten uns für Pecola, fühlten uns für sie gekränkt und schließlich tat sie uns einfach leid. Unser Kummer vertrieb alle Gedanken an das neue Fahrrad und ich glaube, unser Kummer ging umso tiefer, als niemand sonst ihn zu teilen schien. Man war von der Geschichte angewidert, amüsiert, entsetzt, empört oder sogar aufgeregt. Aber wir suchten nach dem einen Menschen, der sagen würde: das arme kleine Mädchen oder die arme Kleine. Aber statt solcher Worte gab es nur Kopfschütteln. Wir suchten nach besorgt zusammengezogenen Augen, sahen aber nur Schleier. Und Piccola selbst, um die es ja dann eigentlich zunehmend geht, kommt ganz, ganz selten zu Wort, sondern meistens lesen wir die Reaktion anderer auf sie oder um sie herum. Und das wirft wirklich nochmal ganz interessante Fragen auf, wie wir halt mit, ich will es jetzt noch nicht aussprechen, auch wenn es eigentlich auf der ersten Seite steht, wie wir mit gewissen Dingen umgehen und wer halt zu Wort kommt, wer über etwas sprechen darf oder es dann auch tut. Ich möchte auch nochmal zwei Worte zur deutschen Übersetzung loswerden, denn einerseits hat mir das eine ganz wichtige Hintergrundinfo geliefert. Am Anfang steht so ein Spruch, also es ist nicht direkt ein Reim und der kam mir schon vor wie etwas für Kinder, aber erst der Übersetzer im Nachwort hat mir eigentlich erklärt, dass das so ein Text ist, mit dem die Leute wie in einer Fibel quasi lesen lernen. Und da geht es halt um eine hübsche weiße Familie mit einem hübschen weißen, blonden, blauäugigen Kind in einem Haus in der Vorstadt und die haben einen Hund und eine Katze und damit lernen halt alle Kinder lesen, selbst wenn das von ihrer eigenen Realität so unglaublich weit entfernt ist. Und ich habe zwar schon mitgekriegt, dass das irgendwas mit Kindern zu tun hat, aber wie ironisch das eigentlich ist, dass sie das als Vorspann nimmt und dann teilweise auch als Überschrift für ihre Kapitel, das wurde mir dann erst durch die Erklärung bewusst. Also natürlich habe ich schon mitgekriegt, dieser Spruch ist oft das Gegenteil dessen, was dann in dem Roman passiert, aber dieser Hintergrund nochmal, wer alles damit lesen lernt, ist eigentlich nochmal besonders interessant. Allerdings funktioniert die deutsche Übersetzung halt an manchen Stellen einfach nicht so richtig, denn diese Ausdrucksweise, dieser Slang, der mir zum Beispiel in The Color Purple oder auch ein bisschen in I Know Why the Caged Bird Sings so präsent war, das geht halt einfach in der deutschen Übersetzung nicht. Und ich will ihm da auch nicht sagen, dass er das schlecht gemacht hat, sondern ich wüsste auch nicht, wie man es tun soll. Ich möchte euch ein Beispiel geben, diese doppelte Verneinung, die ganz oft vorkommt. Auf Deutsch klingt es dann halt so: deine Mama hat dir keinen Namen nicht gegeben. Und das funktioniert einfach nicht. Also, weil wir halt auch im Deutschen nicht so reden, und dann funktioniert auch das Slang meiner Meinung nach nicht so toll. Oder auch manchmal versuchte das so mit einem Nee wiederzugeben statt ein Nein. Und auch das wirkt einfach nicht so, wie ich das in anderen Romanen mitgekriegt habe, meiner Meinung nach. Aber ja, also es ist halt die Entscheidung, ob man es auf Deutsch oder Englisch liest. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder zum Deutschen gegriffen habe. Ich denke, die Sprache ist nicht schwierig genug, dass ich es auf Englisch nicht verstehen würde. Aber ja, das nur mal dazu. Etwas muss ich unbedingt noch erwähnen. Während ich das gelesen habe und auch kurz nach dem Beenden, dachte ich mir so: ja, es ist gut, aber es ist noch nicht die eindrucksvollste Lektüre, die ich über das Leben von Afroamerikanern oder auch nicht aus Afrika stammenden Schwarzen in den USA gelesen habe. Da sind mir diese zwei anderen, die ich gerade erwähnt habe, irgendwie stärker präsent gewesen. Und ich fand es halt so, ja, ein guter Roman, aber noch nicht so großartig. Aber es ist wirklich eines dieser Bücher, über das ich auch nach dem Lesen nicht aufhören kann nachzudenken. Es bewegt mich immer noch so sehr. Und vor allem eine Sache aus dem Vorwort, auf was ich auch nochmal eingehen möchte: Toni Morrison sagt dann so: ein Problem rückte dabei immer mehr ins Zentrum. Das schiere Gewicht des Romans, der eine so zarte Seele zu erforschen versucht, drohte die Hauptfigur zu erdrücken und den Leser eine bequeme Ausflucht ins Mitleid zu eröffnen, statt sie zu einer Reflexion ihrer eigenen Rolle zu zwingen. Blablabla. Viele Leser lassen sich zwar berühren, aber nicht motivieren. Und damit trifft es halt volle Kanne, ne? Also genau das ist auch mit mir passiert. Ich hatte Mitleid mit denen. Ich habe natürlich nach dem Buch irgendwie noch drüber nachgedacht und dann
Dann habe ich das nächste Buch gelesen. Also es ist nichts wirklich passiert, gerade das hat mich halt nicht mehr losgelassen. Ich musste dem immer noch drüber nachdenken. Und wie gesagt, ich habe immer noch nichts irgendwie aktiv gemacht, aber es lässt mich nicht los, was wahrscheinlich immerhin schon mal ein guter Anfang hoffentlich ist. Und ich weiß nicht, was ich deswegen jetzt machen möchte, aber es war auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gut, sehr wichtig, dass er das vorher auch nochmal so gesagt hat. Und ja, hat halt bei mir voll ins Schwarze getroffen. Und insofern würde ich euch diesen Roman auch nahelegen. Es gab Momente, da fand ich mal so, es ist noch ein bisschen unausgeglichen geschrieben tatsächlich. Also egal, ob ich gewusst hätte, dass das ein Debüt ist. Auch diese Sache mit diesem Spruch, dass der immer mal wieder kommt, das passiert halt mal und dann passiert das auch 5 Kapitel lang nicht mehr und dann passiert es einmal nicht und dann kommt es wieder vor. Also es war noch so ein bisschen nicht geordnet. Also man muss seine Romane vielleicht auch nicht ordnen, aber hier fiel es mir so ein bisschen auf. Aber was da drin wieder beschrieben wird, ist wichtig, ist gut, ist schlimm und ich fand es eine wirklich gute Lektüre, die sich lohnt. Wie immer könnt ihr mir etwas dazu schreiben. Es war erst mein zweiter Toni Morrison und ich glaube, ich habe noch 4 oder 5 ihrer Romane auf meiner Wunschliste, die ich irgendwann lesen möchte, weil ich bisher positiv nicht überrascht war, aber also einfach sehr positiv aufgenommen habe. Ihr könnt mir gerne etwas dazu schreiben und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.